Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2021 Breaking Point. Zuerst einmal vielen, vielen Dank für die ganzen Abos. Ich freue mich sehr, dass du mich alle unterstützt. Und als erstes würde ich mal vorschlagen, wir springen jetzt zum nächsten Kapitel. Kasper, Jackson ist schneller als du. Wir müssen ihn vorbeilassen. Hast du gehört, Kasper? Lass Jackson bitte vorbei. Ich verstehe nicht ganz. Du kannst den Platz zurückhaben, wenn er nicht weiter nach vorn kommt. Ist der schneller? Ja, er ist hinter dir, Kasper. Bitte bestätige, dass du ihn durchlässt. Er ist nicht nah genug. Komm schon, Kasper. Kasper, sei jetzt nicht so. Er ist nicht schneller. Die Anweisung kommt vom Team. Verstanden, Kasper? Er ist nicht schneller. Ja, der ist langsamer als wir. Sonst wäre er schon viel schneller als wir vorbei. Na, das war jetzt kein Deutscher, aber egal. So, erster Leader-Sektor. Das sieht gut aus, momentan. So, wo sind wir denn hier? Achter. Vor uns ist Norris, hinter uns ist Jackson. Ja, dann glaube ich, den Norris, den könnten wir noch bekommen. Der ist noch nicht so weit entfernt. 2,6 Sekunden. Oh, nee, doch nicht. Letzte Runde. Nee, nee. Verteidigen wir nur gegen Jackson hier einmal. 1,5 Sekunden haben wir doch schon. Das sollte ganz in Ordnung gehen. Hamilton gewinnt das Rennen schon. Krasses Rennen war das jetzt. So. Hier noch einmal vorsichtig in der Kurve, nicht in der Wall of Champions landen, da habe ich keinen Bock zu. Jo, das ging alles klar. Geräteflagge und kommen über die Ziellinie, also auf Platz 8. Oh. Hätte besser sein können. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Da fragt man sich schon, was bei Aston Martin hinter den Kulissen vor sich geht. Die Rivalität zwischen diesen beiden Fahrern will nämlich einfach nicht enden. Ja, wie viele Punkte da wohl noch verschenkt werden? Ich glaube, Aston Martin hat ein Problem, das unbedingt gelöst werden muss. Ich weiß nicht wie, aber sie müssen etwas unternehmen. Vor allem, wenn man bedenkt, was letztes Jahr in Mexiko passiert ist, als die beiden sich gegenseitig aus dem Rennen gekegelt haben. Wie lange noch, bis sich das wiederholt? Ja, Stefan, es gibt da eindeutig ein Problem. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Was war das? Hey! Lass mich. Nein! Du wirst mir das jetzt erklären! Hau ab! Warum zum Teufel bist du so? Du denkst, ich bin das Problem? Du lässt mich nicht vorbei! Du sprichst nicht mal mit mir! Du willst Respekt, dann zeig Respekt! So läuft das! Und das sagst ausgerechnet du? Du musst ihn dir erst verdienen! Und was soll ich dafür tun? Sag's doch einfach! Mir da draußen Platz verschaffen! Was ist dein Problem? Ich versuche zu gewinnen. Oh, und das macht dich besser? Du bist ein Albtraum. Schon okay. Naja, lange musst du es mit mir nicht mehr aushalten. Was soll das schon wieder heißen? Ich hab die Schnauze voll von diesem Mist. Ich hör auf. Du, was? Ich werde zurücktreten. Was? Was? Kasper! Kasper! Ah ja, da will unser Ackermann angeblich abtreten. Insiderberichte, die Lage bei Aston Martin. Ja, sieht nicht prickelnd aus. Ja, irgendwelche Nachrichten noch hier. Von Lewis, aber das ist alles unwichtig.
Springen wir lieber zum nächsten Rennen. Da haben wir mehr von. Pass auf, dass die Reifentemperatur gleichmäßig bleibt. Das Safety Car für Aiden? Aiden musste reinkommen. Du hast gute Chancen, im Feld aufzurücken. Ich versuch's. So, Safety Car Kolonne einholen. Wir haben frische Medium-Reifen, glaube ich mal. Oh, wir sind Vorletzter. Jackson ist raus. Oh, wo sind die denn alle? Boah, erstmal in Runde 9 kommen wir an die dran. Hinterm Safety Car. Bleib hinter Latifi, alles klar. Hinter Latifi bleiben. Gute Arbeit, Kasper. Versuch auf den 10. zu kommen und dir ein paar Punkte zu sichern. Okay. Ups, das wollten wir nicht. So, Safety Car fährt los. Jetzt gleich geht's los mit dem Rennen. Dann müssen wir ein bisschen gucken, wie wir hier vorbeikommen an unsere Fruchtexemplare, der kultiviert hat, an Latifi, Marzipan und Ocon. Ocon. Ein bisschen die Reifen warm machen. So, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir dranbleiben. So, okay, RS nochmal anmachen. Und dann haben wir es gut hinbekommen, Latifi zu bekommen. So, schön spät bremsen und wieder RS anmachen und im Windschatten von Marzipan bleiben. Vielleicht können wir da gleich in der nächsten Kurve, in der zweiten Kurve da was probieren. Oder, nee, dritte Kurve. So, überholen wir auch noch Ocon. Schaffen wir Ocon noch? Oh, kleiner Drift. Ging nochmal alles gut. So, Russell ist der Nächste. Platz 16. So, Russell außenrum vorbei vielleicht? Ah, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Russell ist ja schon offiziell. Russell ist ja ab nächstes Jahr 2022 bei Mercedes. Steht schon fest. Und Bottas geht zu Alfa Romeo. Wollte schon Alfa Tauri sagen. So, innen vorbei hier. Oder auch nicht. Oder doch. Aber doch nicht. Max Verstappen, schnellste Runde. 1:05. So, jetzt kommen hier aber auf der Gerade, da müssen wir hinbekommen. Wir sind eigentlich viel schneller als Williams. Alter. Okay, jetzt außenrum vorbei hier einmal. So, Schumacher ist auch ziemlich nah dran an uns. Wir sagen uns gut dran. Wir probieren mal was hier außen vorbei an Schumacher vielleicht in der... Oh, leichte Berührung. Hoffentlich gab es keinen Frontflügelschaden. Ah, ne, sieht nicht so aus. Aber vorbei ein Schumacher. Platz 14 für uns. So, wir haben ja noch ein paar Runden zu fahren. Das ist, sieht noch ganz gut aus alles. Die Giovinazzi ist der Nächste. So, oder davor. Normalerweise sollten wir noch in die Punkte locker kommen. So, Platz 9, Platz 8. Wer drinne? So, Giovinazzi. Was machst du da? So, DS wurde aktiviert. Jetzt krallen wir uns Giovinazzi außen vorbei an. Ja. Das ging noch einigermaßen locker flockig. So, DS anmachen. Aufmachen, ja. Oh, ganz schön spät gebremst. Aber ganz schön spät gebremst. Das war mal ganz knapp mit Tsunoda hier wieder. Eieiei. Aber wir haben immerhin das DS von Tsunoda bekommen. So. Wir sind gut reingekommen an Tsunoda. Hier mehr Schwung mitnehmen. Außen vorbei hier in der Kurve, wo man normalerweise niemals überholen sollte. Wow, das ging aber ziemlich krass gut. Erst pro Runde eine Sekunde schneller als dein Hintermann. Ja, das habe ich auch gemerkt. Oh, zwei Ferraris machen uns den Weg zu. Kleine Berührung mit Sainz. Ging nochmal alles gut. DRS nochmal aufmachen. Der hinter uns kommt Tsunoda. Vor uns sind nochmal zwei Ferraris. Oh. Komm, später bremsen und dann haben wir alle. Komm, zu dritt durch die Kurve. Yo!
Aber da mussten wir ein bisschen was abdrängen. In Sainz. Ja, Kollision mit Sainz, ja, egal, aber wir sind vorbei. Platz 10. Ich sag ja, das wird noch was. Wir haben noch ein paar Runden zu fahren, 5 Runden noch, 5,5. Vor uns ist Gasly, davor Butler. Butler sollten wir bekommen. Müssen wir bekommen. Das ist unser Ziel, also mein Ziel ist es, das zu erreichen. Und davor haben wir auch noch zwei Autos, aber ungefähr Platz 6. Machen wir draußen. So, Gasly. Mach Platz. Nehmen wir wieder mehr Schwung mit, wie gerade eben. Und dann mit dem DRS sollte das dann alles funktionieren mit dem Windschatten. Außen vorbei wieder an Gasly. Oder auch nicht, oder doch. Probieren wir einfach mal. Machen wir mal. Oh, yo, da hast du sogar noch vorbei an Butler. Kriegen wir noch Ricardo und Alonso. Das wäre noch, das wäre spitze. Das wäre, was weiß ich, auch immer. Fantastisch. Oh oh, zu viel durch die Kurve, das wird wohl nichts, aber irgendwie sind wir da durchgekommen. Kollision mit Alonso verursacht. Das war viel zu aggressiv. Bitte nur sauber überholen, wir wollen keine Strafe riskieren. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt auf Platz 6 sind und dicke, fette Punkte bekommen. So, Runde 18 von 18. Wir sind noch immer noch auf Platz 6. Ricardo kommt von hinten angeschossen. Wer will's noch mal wissen? Aber wir sollten ihnen keinen Platz etwa bieten. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Um überholt zu werden von ihm. Verteidigen wir innen mal. Da kommt er mal außen angeschossen. Aber, da außen hat er keine Chance. Norris hätte ich auch noch gerne bekommen, aber der war schon zu weit entfernt. Jetzt ist es nur noch wichtig, Sechster zu bleiben. Verstappen gewinnt das Rennen, so wie in echt. Ja. Oh, weit draußen. So, jetzt kommen wir durch die letzte Kurve und das war's auch schon wieder von dem Rennen, ne? Mega geile Runden waren das. Spannend vor allem. Also für mich. Und 6. Platz für uns. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Gute Leistung von Ackermann, der in den Punkten abschließen konnte, ganz im Gegensatz zum anderen Aston Martin-Fahrer Aiden Jackson, der nicht mal ins Ziel gekommen ist. Ja, Jackson schien das ganze Wochenende über in schlechter Form zu sein. Er bringt einfach nicht die gewohnte Leistung und hier und da schleichen sich auch Fahrfehler ein. Naja, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, dann ist die Stimmung bei Aston Martin im Moment alles andere als gut. Und sowas kann sich selbst bei erfahrenen Rennfahrern auf die Leistung auswirken. Ich hoffe nur, Jackson kann sich wieder fangen. Er ist ein vielversprechendes Talent und sollte eigentlich besser sein. Red Bull ist der heutige Gewinner, nachdem eine unglaubliche fahrerische Leistung gezeigt wurde. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Heute gab es für Sie offensichtlich Höhen und Tiefen, Kaspar. Sind Sie mit Ihrer Leistung zufrieden? Ja, es war heute nicht einfach. Irgendwie war ich immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Also bin ich froh, dass ich ein paar Punkte holen konnte. Das Safety Car hat mir eine gute Gelegenheit gegeben, alles zum Besseren zu wenden. Also ja, ich bin ziemlich zufrieden. Wo wir gerade vom Safety Car sprechen. Devin Butler hat gesagt, dass sie nur so gut abgeschnitten haben, weil sie Glück hatten. War es wirklich eine Frage des Glücks? Ich werde nicht darauf eingehen, was Devin erzählt. Aber Safety Cars bringen die Rennen schon durcheinander. Es ist ebenso eine Sache, die einem manchmal helfen kann und manchmal nicht. Glücklicherweise lief es heute gut für uns. Ihr Teamkollege Aiden Jackson ist heute ausgeschieden. Er scheint zurzeit in einer schwierigen Phase zu stecken. Es gibt Leute, die es ihm in letzter Zeit nicht leicht gemacht haben. Aber solche Phasen müssen wir alle hin und wieder durchmachen. Er ist ein talentierter und vielversprechender junger Fahrer. Damit kommt er schon klar. Danke für den Kommentar. So, eine Geschichte zweier Fahrer. Gut zu wissen. Red Bull
Ring-Zusammenfassung. Na, interessiert uns nicht, haben wir alle gesehen, was vorher passiert ist. Brian, tolles Rennen heute. Sehr gut. Da ruft jemand an. Brian, ah, wenn man vom Teufel spricht. Brian. Kaspar, hast du kurz Zeit? Eigentlich. Hör zu, ich brauch dich hier mal kurz. Kannst du in mein Büro kommen? Warum? Was ist los? Nichts, gar nichts. Ich sag's dir, wenn du da bist. Kannst du es nicht jetzt sagen? Vielen Dank, Kaspar. Also bis gleich. Naja, was der alles von uns will, ne? Werden wir mal gucken jetzt. Springen wir sofort drüber, dann werden wir sehen, was er zu sagen hat. Kaspar. Was gibt's? Wir müssen jetzt mal was klarstellen. Setz dich. Was klarstellen? Aiden denkt, dass du seinetwegen zurücktrittst. Tut mir leid, Kaspar. Ich respektiere dich, sehr sogar, und ich will nicht, dass du zurücktrittst. Ich habe das alles gar nicht so gemeint. Und du sollst wissen, dass, wenn du meinetwegen in den Ruhestand gehst, ich... Bitte sag's ihm. Diese Unsicherheit ist nicht gut für seine Leistung. Ich trete nicht deinetwegen zurück. Aber alle sagen das... Ich trete nicht deinetwegen zurück. War das alles? Nein. Du gibst ihm jetzt 2 Minuten deiner Zeit. Brian, ich bin doch nicht sein Psychiater. 2 Minuten, Kaspar. Mehr nicht. Alle sagen... Alle reden zu viel. Hey, ich trete nicht deinetwegen zurück. Ich hab's Brian schon nach Sanford gesagt. Tut mir leid, dass du es so erfahren hast. Es ist hart. Ja, manchmal. Die Presse. Social Media. Ich weiß nicht. Wie schaffst du das alles? Hör zu, es gibt nur eine Handvoll Menschen auf der ganzen Welt, die tun können, was wir tun. Ja, ich weiß, aber... Eine Handvoll. Du darfst nie, niemals vergessen, was für ein Glück du hast, hier zu sein. Verstanden. Vergiss das nicht. Hey, Kaspar? Ja? Vergisst du es manchmal? Manchmal. Das passiert uns allen. Es ist Sonntag und das heißt, es ist Formel-1-Zeit hier in Spa. Schalten wir doch mal runter an die Strecke, wo die Autos gerade für den großen Preis von Belgien vorbereitet werden. Da sind wir also wieder bei einem Rennen in den Ardennen. 7 Kilometer mit langen Geraden, schnellen Kurven und deutlichen Höhenunterschieden ergeben in der Summe eine der faszinierendsten Strecken der Welt. Wir freuen uns auf ein perfektes Rennen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Bottas, Norris, Sergio Perez und Ricardo. Leclerc, Fernando Alonso, Sainz und Pierre Gasly. Mazepin, Ackermann, Esteban Ocon, und Butler, Jackson, Russell, Yuki Tsunoda und Mick Schumacher, Giovinazzi und Nicola Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. So, da sind wir mal. Interessante Rede, die er da gerade gehalten hat mit dem Unterhaltung da mit dem Jackson. So, Strategie, Soft, Medium. Es soll gleich anfangen zu regnen, sehe ich da gerade. So. Da kommen auch schon die 5 roten Lichter.
Und es geht auch schon los. Hoffentlich ein guter Start von uns. Wir starten von Platz 12. Oh, Marzipan war ein bisschen schneller als wir. Innen vielleicht ein paar Plätze gut machen. Oh, Berührung mit Ricardo und Bottas, aber ja. Sieht ganz gut aus. Noch. So, in Belgien, hier meine Lieblingsstrecke. Erouge. Ach, schwierige Kurve. Aber ging klar. Da kommt Ricardo. Scheiße. Der hat einen besseren Ausgang gehabt als wir. Vielleicht können wir da vorne mal was machen, weil die sind da, fahren da ziemlich versetzt. Aber die sind zu weit entfernt. Schade, ich dachte, wir können später bremsen. Aber jetzt hier vielleicht. Oh! Norris ganz langsam auf einmal. Innen vorbei vielleicht, der Norris. Ja, verursachte Kollision. Ja, Platz 5. Norris haben wir. Vor uns ist Bottas. Mal gucken, ob wir ihm auch mal im Getriebe beißen können. Ja, das war gut, aber das könnte besser sein. Wir hätten wir schneller durchfahren können durch die Kurven. Aber jetzt kommen wir ein bisschen ran. Im Windschatten kommen wir ein bisschen ran. Vielleicht können wir ja gleich in der nächsten Kurve etwas später bremsen als Bottas. Oder wir warten einfach mal. Und nehmen etwas mehr Schwung aus der Kurve hier mit. Jo, das sieht ganz gut aus. Wir haben schnellste Runde. Wir rechnen mit Regen in ein paar Runden, Kasper. Wiederhole, es wurde Regen vorhergesagt. Ja, Regen vorhergesagt, ein paar Runden. So, jetzt nochmal gut durch Erouge durchkommen und dann sollten wir Bottas auch bekommen. Ja, komm. Boah, der war jetzt richtig gut, der Ausgang. Aber leider hat Bottas auch Windschatten von Perez. Das wird dann nicht so einfach. Aber vielleicht können wir mal hier was machen. Bisschen näher reinkommen. Erster Leader-Sektor. Den machen wir gleich sogar die schnellste Runde. Mehr Schwung mitnehmen hier und dann vielleicht, so wie bei Norris, einmal innen, außen. Außen gehen wir mal rein. Außen überholen hier. Oh, das sieht gut aus. Und wir sind vorbei. Boom. Platz 4. Perez der nächste, halbe Sekunde entfernt. Oh, da kommt Bottas wieder innen. Oh, richtig geiles Racing, ey. Komm, jetzt nochmal in den Reich hier rein und da sollten wir wieder vorbei sein. Oh, es fängt an zu regnen. Und wir sind wieder vorbei. So, jetzt haben wir wirklich den vierten Platz. Oh, so was sagt der zweite Sektor? Lila, grün, grün. Grün, ja, kann sich sehen lassen. Grün. Oh, wir sind ein bisschen reingekommen an Perez. Na, jetzt nicht. Ja, doch. Aber nur ein paar Hundertstel. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, die Strecke wird ein bisschen feucht jetzt. Durch den Regen. So. Perez, was machst du da? Ich höre wieder fest ab, schnellste Runde. Vielleicht fahren wir jetzt die schnellste Runde. Du kannst jetzt das DRS. Ah, scheiße, ey. So, der DRS wurde aktiviert. Mal gucken, wie lange. Wenn es jetzt anfängt zu regnen. So, wir sind wieder gut angekommen an Perez. Noch ein Stück näher. Jetzt nochmal gut durch Erouge kommen, wie gerade eben gegen Bottas. Und diesmal sollte das etwas einfacher sein gegen Perez. Wow, ich dachte schon. Da habe ich schon richtig die Mauer gefühlt. Eieiei. So, der ist und jetzt außenrum vorbei an Perez. Und so, Platz 3 für uns. Hamilton und Verstappen sind nur noch vor uns. Ob wir die bekommen? Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Wir gehen auf Inters. Wir gehen auf Inters. Ist angekommen. Bestätige. Wenn Jeff uns vorschlägt, wir sollen auf die Inters wechseln, dann machen wir das auch. Weil wenn wir dann noch eine Runde oder zwei oder länger draußen bleiben mit Softreifen oder Slicksreifen allgemein, dann sind wir wieder zu langsam. Und das wollen wir ja nicht, ne? Wir gehen jetzt gleich für die Inters rein.
Wir müssen gleich noch ein bisschen die Aerodynamik verstellen am Frontflügel. Damit wir mehr Grip auf dem Nassen haben. Boah, aber ganz schön rutschig die Strecke geworden, innerhalb von ein paar Kurven. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Na bitte. DS wurde schon deaktiviert. Dann müssen wir jetzt reinkommen wie Inters. Oh, das wird schon ganz schön rutschig. So, jetzt vorsichtig hier, vor allem in der Boxeneinfahrt. Die ist ziemlich eng. Besonders hier im Reinfahren. Oh! Da haben wir die Mauer berührt, das Scheiße. Das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist offline. Auf jeden Fall Bottas und, Hamilton und Verstappen kommen auch rein. Ricardo übrigens auch. Perez, Bottas fahren auch weiter. So. Aiden kommt in die Boxengasse. Los, fahr jetzt! Leclerc kommt auch rein, Ocon auch. Schumacher fährt weiter. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Scheiße, Alter. Aber wir sind immerhin auf der Schumacher rausgekommen. Das war sehr wichtig. So, jetzt vorsichtig hier durch Irouge. Ah ja, das ist schon ziemlich krass, durch die Kurve da zu fahren. Boah, Tsunoda fährt noch auf Softreifen. Guckt mal, wie langsam der ist. Der hält Hamilton so richtig schön auf. Wisst ihr was? Hamilton müssen wir jetzt so schnell wie möglich überholen, weil gleich, wenn wir den... Oh! Ja, wir wollen beide! Geil, Alter! Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wenn wir Hamilton nicht überholt hätten jetzt, so schnell wie möglich, dann hätten wir den nicht mehr so schnell einholen können, weil er ist ein bisschen schneller als wir momentan. Vor allem hier im Aston Martin und so. Verstappen ist der Nächste. Davor ist Alonso, auch mit Softreifen wieder. Den müssen wir jetzt auch so schnell wie möglich wieder überholen. Wie gerade gegen Hamilton. So, ihn haben wir schon mal. So, Alonso müssen wir noch kurz ziehen lassen. Weil da kann man nicht überholen. Aber jetzt kann man überholen. Sehr gut. Platz 4 für uns. Die anderen müssen ja noch in die Box vor uns. So, boah, Sainz ist aber langsam gewesen. Ja gut, er hat ja noch Softreifen, ne? Meinst du, er hat so ein bisschen aufgehalten? Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,5 Sekunden. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ja, was schlägst du jetzt schon wieder vor? Full Wet sogar. Scheiße, ey, Full Wet. Ja. Ja. Sollen wir machen oder sollen wir das nicht machen? Ah, da muss ich kurz überlegen erstmal noch. Das ist eine schwierige Entscheidung, weil es fühlt sich noch ganz gut an mit den Inters. Momentan also in Ordnung. Okay, geht in Ordnung. Aber wisst ihr was? Wir nehmen die Strategie an. Aber gucken wir mal, was die anderen Fahrer machen. Hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit 9 Intermediates. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:58,1. Na, fest hat man noch ein Boxsystem vor sich, also das heißt bestimmt wieder auf Full Width. Na, dann fahren wir auch an die Box, oder? Oder fahren wir noch eine Runde? Ich bin mir nicht sicher, was wir machen sollen. Ich sag, wir fahren jetzt in... Nee. Fahren wir lieber noch eine Runde? Ich habe mich... So wie es aussieht, ist es Zeit für einen Reifenwechsel. Die Situation ist nicht sehr eindeutig, aber je länger wir warten, umso schlimmer wird es. Ich habe mich spontan umentschieden. Wir fahren noch eine Runde. Die anderen gehen da sowieso in die Box. Die verlieren alles sowieso klar, Zeit. Komm am Ende dieser Runde rein. Und wir gehen dann in der nächsten Runde. Also in der Runde, wo wir jetzt sind. In Runde 7 gehen wir jetzt. Aber das ist nur vielleicht, wenn die Strecke so bleibt, wie sie jetzt ist. Ist okay. Dann bleiben wir auf Inters. Aiden kommt an die Box. Aiden an der Box. Und wenn die noch nasser wird als jetzt, dann gehen wir auf Full Wets. Weil dann kann man mit den Inters nicht mehr fahren. Aber momentan sieht das so aus, dass wir auf die Full Wets wechseln müssen, weil das ist alles andere als schnell geworden hier. Normalerweise müsste ich mit den Inters
pro Runde um eine halbe Sekunde schneller sein. Oder pro Sektor, sagen wir mal, ein Zehntel oder so. Oder ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, je nachdem. Aber momentan holt Hamilton etwas Zeit auf. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, schön. Wir gehen jetzt auch auf die Full Wets. Entscheidung steht. So, vorsichtig jetzt. Jetzt ist sowieso ziemlich nass. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich dachte schon, neue Frontflügel. Darauf habe ich keinen Bock gehabt. Da wären wir alles andere als Erster nach dem Boxenstopp. So, wo ist Hamilton, Verstappen? Die kommen jetzt gerade. Wir biegen jetzt am Start und Ziel ein. Fahr jetzt raus. Oh, das wird jetzt richtig knapp. Hamilton, Verstappen sind schon auf Start und Ziel. Die biegen gleich in die erste Kurve ein, aber wir sind noch vor denen. Oh nein! Ich Dummkopf, was mache ich? Oh Scheiße, Gott sei Dank haben wir keine Strafe dafür bekommen, das wäre peinlich gewesen. Boah, ey. Ich habe auf die Karte geguckt statt auf die Strecke. Boah, das war knapp. Aber Hamilton hat gut aufgeholt, muss ich echt sagen. Hamilton hat gut aufgeholt. Wir sind in Runde 10 von 11. Wir gehen jetzt in die letzte Kurve rein. Scheiße, das war ein großer Fehler, großer Fehler. Und Hamilton ist genau hinter uns. Nein! Er ist vor uns. Komm, das müssen wir jetzt halten. Das müssen wir jetzt halten. Verstappen kommt auch noch dazu. Das wird jetzt richtig spannend. Oh, ruhig mit den Full Wets wird jetzt auch krass. Oh, ging eigentlich. War vorher etwas schlimmer. So, jetzt müssen wir uns verteidigen gegen Verstappen und Hamilton. Verstappen ist etwas weiter entfernt, aber Hamilton ist genau im Getriebe. Jetzt hat die Bremse hier. Boah, wir sind schon was neben der Strecke. Oh, vorne links der Reifen, der ist ein bisschen heiß geworden. Aber wir konnten jetzt einen kleinen Abstand rausfahren, kleinen Vorsprung. Ja, das sieht momentan ganz gut aus. So sollte sich das auch weiterentwickeln. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Für den Rest der Runde, das wäre nicht schlecht. Oh, DRS wurde wieder aktiviert. Also das heißt, Full Wets sind zu langsam. Intermediates oder Slicks. Aber ich glaube erst Intermediates. So, Hamilton ist nah dran. Aber wir gewinnen das Rennen hier. Das sieht sehr gut aus. Jubel! Absolut spitze. Wirklich toll. Das hast du echt gut gemacht. Und Aston Martin ist wieder in den Top 5, Stefan. Trotz der diversen Dramen, die wir erleben durften, haben sie noch ordentlich Punkte gemacht. Ja, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Aber wenn man sich die Tabelle ansieht, machen sie sich besser, als man denkt. Unterhaltsam war Aston Martin in dieser Saison auf jeden Fall, wenn auch nicht immer nur aus positiven Gründen. Ich bin gespannt, wo sie am Ende der Saison stehen. Die heutige Leistung von Aston Martin hat gezeigt, dass sie mit den größten Namen in diesem Sport mithalten können. Die Fahrer begeben sich soeben auf das Podest und die Reaktion des Publikums muss für sie unglaublich motivierend sein.
Ich meine ja nur, das Team kann diese Saison wieder mithalten. So gut warst du. Ja, ja. Du wolltest doch am Höhepunkt deiner Karriere abtreten. Wie viel mehr kannst du da noch verlangen? Auch was? Hm? Was ist? Nichts. Was? Nichts? Alles okay. So gut bist du schon lange nicht gefahren. Du hast Spaß auf der Strecke, machst ordentlich Punkte. Und trotzdem schmollst du? Ich schmolle überhaupt nicht. Was ist das? Hier, so. Na gut. Es geht um Aiden. Was ist mit ihm? Es geht ihm noch nicht besser. Ständig ist er betrübt und nervös und zaghaft. Als hätte er Probleme. Ich dachte, du wolltest ihn ignorieren. Ja, aber er ist fast noch ein Kind. Er braucht Hilfe. Von dir? Naja, wie viele Rennen bleiben mir noch? Worauf willst du hinaus, Kaspar? Sagen wir, ich hab noch 3 oder 4 Monate zu fahren. Was, wenn... Sag schon. Ach, vergiss es. Nein, komm schon. Du lachst mich aus. Nein, versprochen. Es hört sich dämlich an. Was denn? Was, wenn ich... Oh mein Gott. Was? Du bist weich geworden, nicht wahr? Ich wusste, du lachst mich aus. Du willst also die Formel-1-Welt verbessern, bevor du zurücktrittst. Du willst dem Team helfen und Aiden, egal was aus deiner Karriere wird. Wäre das so schlimm? Kaspar Ackermann hat also doch ein Herz. Das muss ich der Presse sagen. Komm, Zoe, ich mein's ernst. Wäre das so schlimm? Was schwebt dir vor? Das Team von Mercedes hat nächste Saison eine freie Stelle. Und manche sagen, er hat eine Chance. Das ist sein Traum. Und du kannst da was tun? Ich weiß es nicht. Mal gucken, was da passiert. Die Form von Kaspar Ackermann. Ja, die sieht momentan ziemlich gut aus. Aston Martin, ein Team in Schwierigkeiten. Ja, bisschen Werbung hier noch. Jeff. Das war ein Name. So, das war's zum Beispiel von der Folge. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ne? Und abonniert den Kanal. Ist kostenlos, immer noch. So, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.